evil. So, wir müssen sehen, wie es weitergeht, weil es ist schon lange her. Und dann habe ich mir gedacht, auf dem Video, wir schauen uns das alte Video an. Viel Spaß! Viel Spaß! Hallo Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Gruselstunde mit Patrick und... Hallo Milzi, guten Tag! Hallo. Ja, so, ist schon lange her, die letzte Aufnahme. Wie immer, er kennt es ja. Wir müssen erst wieder reinkommen. Was wollen wir eigentlich machen? Ja, finden wir es mal raus. Ich weiß, wir haben uns die Schrotflinte geholt. Ja. Das letzte Mal. Ja. Habe ich jetzt das Fahrband weg? Ja. Ah, mit der Hundepfeife, so wollten wir ihn noch suchen. Richtig. Da liegt da der Kollege. Schauen wir mal auf die Karte. So. Okay. Die roten Räume. Ja, die sind. Das sind ja noch Items. Ja. Das heißt, wir können ja mal hier rechts probieren. Du willst. Probier mal. Okay. Muss ich ja schauen. Wo lang? Ja. Auch richtig, ja. Ah. Das war ja die Tür, wo nur noch einmal geht, gell? Ah, keine Ahnung. Ja, wir gehen trotzdem durch. Ja, da war eben gestanden, dass er bald kaputt geht. Der Hausmeister hat immer viel zu tun, ja. Und direkt rechts, auf die Seite. Ich weiß nicht mehr. Ja, doch. Da will ich hin. Also weil da noch rot ist. Ah, okay. Das ist immer richtig. So. Wir müssen noch zugeben, heute sind wir beide etwas angeschlagen. Es kann sein, dass Schniefgeräusche und ein bisschen Müdigkeit im Kopf, es sei uns verziehen. Aber wir haben gedacht, wir haben so viel Bock auf dieses Let's Play, wir machen es trotzdem. So, okay. Zombies dürfen ja nicht mehr viele kommen, wir haben schon viel erschossen. Ich muss trotzdem immer auf die Gerade schauen noch. Doch geradeaus. So. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Raum hier. Ja. Aber schön. Da waren wir schon, gell? Ja. Ah, da ist das Pflanzengift. Ja, aber das ist der falsche Hund. Wir brauchen einen Hund mit einem Halsarmband und ich bin gestorben. Das ist super, der war schnell, dieser Hund. Ja, okay. Da war mal. Wir sind tot. Das nächste Mal müssen wir spielen, wenn wir wieder richtig gesund sind. Ja, passiert. In der beste Familie kreise, dass man stirbt. Ja. Ja. Aber. Wir haben ja jetzt nicht viel gemacht, deswegen passt schon. Okay, da gehen wir jetzt nicht mehr hin in den Raum. Nee, würde ich auch sagen. Aber hier ist das Pflanzengift, das müssen wir uns merken. Das brauchen wir auch noch. An Angst stirbt man nicht, aber... Was aber? Keine Ahnung. Okay. Den Schlüssel haben wir ja auch noch. Das heißt, es müsste noch ein paar Türen geben mit dem Schlüssel. Machen wir nach oben. Weißt du noch, wo alles ist? Nee, keine Ahnung. Diese Tür hat keinen Griff. Okay. Probleme mit Ton? Ja, also griechisch falsche Geräusche. Es ist schlecht, wenn du falsches Geräusch kriegst. So. Ich würde sagen, in dieser Folge schauen wir mal in die roten Räume rein. Ah, klappt doch. Ah, da liegt ja noch das Feuerzeug, gell?
Das will ich nicht lesen. Ja, der Feuerzeugglied. Genau. Aber die brauchst du nicht. Nee, ich wollte erst mit dem Dietrich. Weil siehst du oben rechts? Ja. Ganz oben rechts haben wir ja noch den Dietrich. Ja. Und mit dem Dietrich kann man ja noch Türen aufmachen. Mhm, ja. Wenn wir jetzt das Feuerzeug mitnehmen, ist der Dietrich weg. Ja. Das Feuerzeug brauchen wir erst später. Ja. Okay, wir haben es auch abgehakt. Da liegt das Feuerzeug. Gerade, also da oben liegt das Feuerzeug. Dann geht's jetzt einen Raum entlang, unten links. Das sind dann noch rote Türen. Vielleicht passt in irgendeine Tür da wohl besagte Schlüssel. Steuerung. So. Heute, ich glaube, die Tür ist eh zu. Ja, die braucht man Rüstung. Rüstungssymbol. Tür ist kein Schloss. Auch Rüstung. Heute wollten wir ja auch eigentlich noch eine Folge Retrotox aufnehmen, aber wie immer. Ah, es geht weiter. Barry. Cool. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Säuregeschosse. Ah, okay. Brauchen wir nur noch What die about Waffe. You? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. 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 Ciao, bello. Okay, jetzt haben wir Säuregeschosse, aber nicht die Waffe dazu. Hm. Ja, du nicht, oder? Ach doch, da gibt es eine extra Waffe, das weiß ich. Ja, die kommt bestimmt noch. Ja. Fragt der Kumpel muss die Waffe finden. Okay. Die helfen uns jetzt nicht wirklich weiter, die Säuregeschosse. Wir brauchen unbedingt den Rüstungsschlüssel mal. Ist es die Terrasse mit dem Hund? Nein. Nee, das ist ja nicht. Weil da müssen ja die Buntglasfenster sein. Und ich weiß, wir waren schon mal da. Hm. Ah, doch hier. Da ist es doch. Was denn? Das sind die Buntglasfenster. Der Schmetterling. Nee, nichts mit Schmetterling. Und Hundepfeife. Und da ist es mit der Hundepfeife. Ja, den Hund habe ich gemeint. Den brauche ich mal. Nein, bitte nicht töten. Oh, schnell Energie, schon sterbe ich wieder. Oh, ey. Böser Hund, die. Pfeife, ich glaube, du brauchst die aber. Und hier ist der nächste Schlüssel, das weiß ich wenig. Ah, okay. Ja, prüfen. Eine Münze war im Halsband verborgen. Das ist doch ein Schlüssel, das weiß ich. Kann man jetzt den Schlüssel drücken? Ah, wie geht denn das jetzt nochmal?
keine besonderen Merkmale. Eine Schlüssel. Form eines Schlüssels angenommen. Okay. Schlüsselimitation. War man in dem Raum schon? Ich glaube ja. Ablegen, ja, die Hundepfeife brauchen wir nicht mehr. Jetzt weiß ich's. Na komm doch weiter. Wo war das nochmal? Oh, Zombie, Zombie. Ja. Kommt dann, oh, noch ein Zombie. Nein! Wie viel Kugel brauchen die? Oh wei, nicht sterben! Nicht sterben! Chill! Chill halt durch! Ich geh nochmal zurück. Gibt's wenig grüne Kräuter. Mach's gut, Zombie! Ja, aber der kommt um die Treppe ran. Ja, egal. Oh. Okay. Sind Zombies besser wie Aliens? Jetzt sind wir wieder gesund. Jawohl. So. Jetzt langsam, Schritt für Schritt. Okay, wir haben eine Schlüsselimitation. Wo war der Raum nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Den müssen wir jetzt suchen. Da gibt's, wenn ich einen Raum, da war so ein Spiegel und wenn man den Schlüssel nehme, dann geht die Falle los. Aber jetzt haben wir ja die Schlüsselimitation. Und das wird hier. Rein. Den Raum, den müssen wir finden. Ich glaube, du kannst es nicht mehr dran erinnern, oder? Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich. Chill, Valentine. So, der Barry hat uns ja vorhin abgelenkt. Ich habe gesagt, wir wollten ja eine Folge Retro-Retox aufnehmen. Aber da sind wieder Probleme mit Grafikkarte. All kaputt sind wir heute. Schreibt gute Besserung in die Kommentare. Dann werden wir wieder gesund. Ich glaube, nächste Woche geht es uns wieder besser. So. Weil die Folge, wenn, jetzt in der Aufnahme, kann ich jetzt sagen, Ende 3. September. Die Folge kommt erst nächste Woche. Ja, wenn ich bin, ich krank. Wenn du bist nicht krank, ja. Ne, das waren die Türe, ja, genau. So schlimm. Mittelohrentzündung. Das kann gut möglich sein. Ich irre doch rum. Ich irre hier rum. Weiß nicht wohin. Aber wir gehen trotzdem mal zurück, weil können wir mal die Säuregeschosse reinlegen. Ach, die Steuerung. Muss da Warte ins Ohr machen. Warte. Unser kranker Patrick. Mehr geht's jetzt eigentlich. Ich habe ja Ibu genommen. Wo ist Ibu? Nee. Daheim habe ich. Es bringt jetzt aber nicht viel. Heute der Krankenstream. Retox ist krank. So.
Okay. Jetzt haben wir wieder Platz gemacht. Für ein paar Items. Das muss ganz am Anfang muss es sein. Jetzt noch mal finde. Wenn wir jetzt einen Live-Chat hätten, da könnten sie jetzt helfen. Nee, da komme ich doch gerade eben her. Da will ich da gar nicht hin. Im Raum war ich auch eben. Was war hier nochmal? Rüstung, okay. Den Rüstungsschlüssel weiß ich, wo er ist. Ich will nur dahin kommen. Schaffen wir es noch in... Ah, wir haben noch Zeit. Bist heute auch nicht so gesprächig, Patrick. Nee, aber... Ich unterhalte das Volk. Ja, na, lass bitte. Dafür brauchen wir das Feuerzeug, da kriegen wir noch eine extra Karte. Helmschlüssel, aha. Spiel. Warum suchen wir uns immer Spiele aus, wo wir dann Orientierung brauchen? Unsere Zuschauer wissen doch von Alien Isolation, dass wir eine schlechte Orientierung haben. Mal überlegen. Wir kommen jetzt zurück an den Anfang. Schauen wir mal auf die Karte. Dann haben wir Ahnung. Ah doch, hier kommen wir an den Anfang. Weil es muss in der Nähe vom Anfang sein. Weil das weiß ich. Weil das war in der ersten Folge, glaube ich. Wo wir in dem Raum waren. Da geht's jetzt zum Friedhof. Genau. Da brauchen wir erst die Maske. Hast du alles durchgemacht oder wie? Also für die Schlüssel, oder? Naja, den Raum suche ich. Ja, du weißt auch nicht welche. Doch, ich weiß, wie der Raum aussieht. Aber wo er ist, weiß ich nicht. Jetzt war das mit der Karte. Kassiere, ja. Ja, das muss am Anfang irgendwo sein. Leute, wo Resident Evil schon durch haben, schon 100 Mal, die wissen genau wohin. Jetzt kommen wir ja da wieder hin, da war ich doch auch schon. Ja, vielleicht wo die... Kreuz ist diese Tür, oder? Nein. Da gibt es ein Kreuz. Das Kreuz ist die Tür, wo kaputt ist. Ah. Und dann die andere Tür drin. Wo war das jetzt nochmal? Weil jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Mhm. Und wenn ich jetzt hochgehe, kommen wir wieder an die Schreibmaschine, Inventarbox. Oder ist das die Türe, die rausgehen? Wo die Treppen sind? Oder es gibt auch eine Tür, die gesperrt ist. Also da ist es nicht. Das ist auf der anderen Seite dann. Der linke Seite muss sein. Gehirn! Jetzt brauche ich dich wieder.
Hilf mir auf die Sprünge. Geh hier an. Die Leute, die uns jetzt zuschauen, die sagen mir jetzt, Milzi, du musst da hin. Dann ist so, ah, stimmt ja. Genau. Ja. A dining room. Wieder eine Tür. Ich glaube, wenn wir das jetzt öfter spielen, wissen wir genau, wohin. Oder du weißt dann auch, Patrick. Keine Ahnung. Ich glaube, du bist der Profi. Ich bin kein Profi. Das ist schon das zweite Mal durchgemacht. Ich habe die PlayStation-Version durchgespielt. Ja, und das ist die gleiche Version. Nicht ganz, es ist komplett. Wir verbessern auf Grafik. Ja, und auch ein bisschen anders. Aha. Ah, das ist deine Sie Schwert. Brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Das war dieser Schwerteschlüssel. Okay, da wollte ich zwar jetzt nicht hin, aber. Vorgefunden. Es geht weiter. Da gefunden. Oh, in die Küche. Sieht's aus, ja. Können wir wieder die Kanne spielen, Maschine? Nee. Bisschen Munition. Du Munition ist immer gut, aber wir gehen doch nicht. Wir haben jetzt doch nicht den Schlüssel nur für die Munition verwendet. Ein Haufen Gewürze. Der anderen Seite verschlossen. Geht auch ein Kühler aus. So bestimmt man leicht. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Hm. Ja, du Strom anschaltet. Hast du Spaghetti kochen? Auf den Tellern. Ja. Da ist die Zopfe. Spaghetti-Made. Hey, Spaghetti Zombie Bolognese. Kühlschrank ist auch nichts. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Okay. Sonst gibt's nichts in dem Raum. Das war's. Ja doch, die Aufzug ist gesperrt. Du musst erstmal Strom anschalten. Ja, aber nicht in der Küche. Hä? Aber doch nicht in der Küche. Stromversorgung ist immer im Keller. Eigentlich schon, ja. Ich glaube auch in diesem. Dann musst du wieder zurück im Keller gehen. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, dann raus. Da gibt es nur Gewürze. Und leckere Maden. Aha. Kommt was auf uns zu? Nee, jetzt kommt ein Pestling. Zombie! Ja, was für eine? Normale Zombie. Andere. Hallo! Da heißt Gerd. Ah! Da habe ich ihn jetzt getauft. Oder Herbert. Herbert kann auch heißen. Du musst richtig zielen. Oh, weg. Und oh. Der Kopf kaputti. Voll in die Köpfe. Aber so. Der hat uns nichts gebracht, oder? Der macht uns nichts mehr. Ja, aber der hat uns nichts gebracht. Nö. Keine Schlüssel oder sowas gegeben. Nö. Ich weiß ja immer noch, wo der andere Schlüssel liegt, aber ich glaube, den finden wir erst in der nächsten Folge. Okay. Ich kann ja offline den Raum schon suchen, ich weiß. Nee, machen wir alles online. Alles online? Ja. Ach Gott. Oder willst du alleine suchen und dann.
Kannst du auch machen, wenn du willst. Offline machen. Aber vor mal eine halbe Stunde einen Raum suchen? Ich kann aber mal ganz durchgehen. Die Folge ist jetzt auch bald rum. Ich glaube, ich bin aber in der Nähe. Weil viel gibt's jetzt nicht mehr. Das sind Krähe, die machen nichts. Ich glaube, hier muss es doch sein, oder? Ah, das sind die Vögel. Die Krähen, ja. Aber die sind gefährlich, oder nicht? Nö, die machen nichts. Die machen nur Was heißen Krähe oder Rabe auf Französisch? Ja, Taube sind das, oder? Nee, die sind keine Taube. Das sind Krähe. Ah, diese schwarze? Ja. Ah, Corbeau. Die Raben? Ja, Corbeau. Corbeau? Corbeau. Corbeau. Jetzt lernt er sogar noch Französisch bei uns. Ist das nicht toll? Man sagt immer, ja, die von den YouTubern im Internet kann man nichts lernen. Jetzt wisst ihr, wie Raben auf Französisch heißen. Das wollt ihr doch immer wissen. Ja, genau das. Immer doch jetzt richtig. Da wollte ich doch hin. Ah, du hast Gewürz, ja, so Kräuter. Kräuter, ja. Die nehme ich ein bisschen gleich, oder? Man weiß nicht, ob ich jetzt Rotes noch finde. Das ist immer das. Der ist brutal, ey. Direkt aufgestanden und los auf die Schäden. Und der mich erschreckt, Herr. Jetzt verfolgt er dich, oder? Hier ist es mit dem Schlüssel. Wir haben jetzt den Schlüssel. Doch in dieser Folge gefunden. Ach, bin ich gut. Da wollte ich hin. Ja, aber der hat dich verletzt jetzt. Guck mal. Ja, aber ich hab doch Kräuter. Hier. Ausschlüsseln wieder. Hey, Hausschlüssel heißt es immer. Das ist jetzt der Rüstungsschlüssel. Oje. Tschüss, Pizzi. Tschüss. Nö. Das waren mal die Schlüsselimitation. Der falsche Schlüssel immer jetzt reingelegt. Ah. Und die Falle ist nicht mehr. Und jetzt sagt, schau mal, was für einen Schlüssel wir haben. Ein Rüstung! Den Rüstungsschlüssel haben wir jetzt! Dann läuft immer den liegen. Nee, das leuchtet nicht mit, das geht nicht zurück, weil ich ein paar ausgedrückt habe. Wir haben endlich den Rüstungsschlüssel, Patrick. Mhm. Es geht weiter. Ganz viele Türen waren doch mit dem Rüstungsschlüssel. Ja. Oben, unten. Ah, das ist toll. Die Tür ist verschlossen an Helm. Jetzt brauchen wir den Helmschlüssel, okay. Aber neue Wege öffnen sich. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ja. Ja, warte mal, ich muss mal auf der Karte, wenn ich jetzt sterbe, also ich weiß, wo er ist, der Raum. So. Neue Wege öffnen sich. Geht's nochmal zurück. Du hast zwar Mr. Zombie, den wo wir nicht angezündet haben, deswegen ist er so schnell. So. Ah ja, es war doch, wie gesagt, auf der linken Seite. Vorbild? Ja, gerne. Oh. Spannende Folge. Ja. Zwar vielleicht nicht so lustig wie immer, weil wir ein bisschen angeschlagen sind. Aber ich habe. Ich habe Schnupfen. Nein, mir waren alle Knochen weh, ich bin müde und alles. Ja, du hast auf jeden Fall lang gespielt gestern. Nein, ich habe nicht gespielt. Okay. Ja. Sieht man, ich habe ganz viele Frisur. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Und wenn er es noch nicht gemacht hat, abonnieren. Ja, richtig, genau. Ja, wir haben jetzt endlich den Schlüssel gefunden. Ja, und das geht weiter. Und viele Wege öffnen sich. Man sieht sich beim nächsten Mal.
Schöne Albträume noch. Tschüss.